So, hier kommt unser Pferd vom Einführungsvideo. Der hat links vorne einen Bockhuf. Man sieht die Risse und auch wie der Riss gedreht ist. Das heißt, das Bein wird offensichtlich während der Fußungsphase gedreht. Und da sieht man auch, dass der Strahl ganz einfach gedreht ist. Also eindeutig, dass da irgendeine Diskrepanz ist. Und man sieht hier das Pferd von vorne. Das heißt, man sieht, dass die rechte Bauchseite erhaben ist als die linke. Das heißt, da ist der Brustkorb rotiert. Würde auch zu dem passen, wie er dann geht, beziehungsweise wie er sich sonst gibt. Und hier zum Beispiel, das war bei Zahnkontrolle, da sieht man, wie er rechts vorne, links hinten steht. Das ist oft bei Pferden mit Brustkorbrotation der Fall, beim Hufeauskratzen zum Beispiel. Hier schon in der Aufwachphase und da sieht man, dass er hinten im Becken schon wieder schön parallel steht und sich gut ausbalanciert und links vorne halt leider entlastet, weil der Huf quasi zu hoch ist, wenn man so möchte. Ja, der Brustkorb eben rotiert ist. Hier sehen wir den Anfang, wie wir angefangen haben. Das war im Sommer irgendwann. Das sieht man, also da haben wir sehr, sehr viel und sehr lange im Schritt gearbeitet. Fast keinen Trab, weil wir mussten erst einmal die Hufe wieder in Fasson bringen, beziehungsweise dann dem Körper genug Zeit lassen und er hat ein Hufrollenproblem, also tatsächlich. Und natürlich die Fessel ist über die Maßen strapaziert. Das heißt, wir müssen ganz einfach, also der Fesselträger ist über die Maßen strapaziert. Wir müssen ganz einfach schauen, dass wir den nicht überfordern. Und daher sind wir da sehr, sehr langsam und sehr bedacht vorgegangen. Hier man sieht es eh beim Traben, dass er ganz einfach schon Riesenprobleme hat. Und deswegen nur diese kurzen Übergänge. Hier in Zeitlupe, dass man sieht, also er tickt immer sozusagen zum rechten, zum guten Vorderbein. Und wenn er das linke Vorderbein hebt, geht der Kopf in die Höhe, so wie jetzt. Ja, also aufs rechte stützt er sich, Kopf geht runter, aufs linke tritt er, linke tritt er vorsichtig auf, Kopf geht nach oben, rechts geht der Kopf wieder runter, links geht der Kopf wieder hoch. Ja, also das sieht man eindeutig, in der Zeitlupe sieht man es ganz gut, man sieht es aber auch, wenn man ein bisschen weiß, worauf man schaut, hier jetzt rechts vorne tickt er runter, also aufs rechte Vorderbein, stützt sich sozusagen aufs rechte Vorderbein ab, weil das linke unangenehm ist. Und das ist jetzt, das war im Dezember, es ist relativ neu und aktuell. Da sieht man, dass er rechts herum ist, er eigentlich immer schon ganz gut gelaufen. Man sieht da, dass er normalerweise über die linke Schulter gut ausgebrochen ist. Das passiert aber hier nicht. Also er ist schon ganz gut stabil im Becken und auch in der Rückenmuskulatur. Und da jetzt links herum sehen wir ihn im Trab. Und das schaut schon wirklich nach, wirklich fast nach Spannungsbogen aus, das ist sozusagen das Nächste, was wir versuchen zu erreichen. Deswegen ist er noch links vorne eben ein bisschen schief, der Huf, beziehungsweise das ganze Bein nach außen gedreht, weil der Spannungsbogen noch nicht ganz da ist. Ja, also er versucht es immer wieder und man muss das ganz einfach sukzessive reiterlich dann auch lösen, dass er am Zügel geht und das werden wir dann auch schaffen.